Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Geisterjagd in Phasmophobia. Ich bin Flex, schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier im verregneten Tanglewood. Wartet ein weiterer Geist auf uns, und unsere Aufgaben sind übernatürliche Ereignisse mit dem EMR-Frieder verständigen, Geist durch Salz wandern lassen und Zeuge eines Geister-Events werden. Und wir haben zu tun mit Carol Williams. Okay, Carol, wir sind unterwegs. Wir nehmen gleich schon mal einen EMR-Frieder mit. Aber den brauchen wir, nehmen Taschenlampe mit, und wir nehmen, was nehmen wir mal mit? Fotoapparat vielleicht. So, Tür auf schon mal, und wo ist denn der Stromgenerator? Keller, würde ich sagen, oder? So, Lautstärke ein bisschen. Zack, und auf geht's. Typ, hat das Haus überhaupt einen Keller? Das Haus hat einen Keller, ne? Oh nein. Hallo, Tag. Erstmal ruhig bleiben. Wir sind wegen der Elektrik hier, ne? Wir, ist auch die falsche Tür. Entschuldigung, ja, es tut uns leid. Alles gut. Bis es, wie sie gleich, Williams. Wir hängen sich so ein Bild in den Keller. Licht an. Kurz mal gucken, vielleicht haben wir hier einen Knochen. Sieht nicht so aus. Okay, erstmal wieder raus. Ich habe schon wieder einen Kellergeist hier mit dem Haus auch. Raus, 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 raus. Tür zu. Licht an. Oh, Moment. Oh, alles klar. Hier hat sie was gemacht. Hier ist die Tür angelehnt. Hallo? Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Oder hier? Hier ist auf jeden Fall der Knochen. Kann man schon mal ein Foto von machen. Man kann ich hier nicht aufheben. Ah, alles klar, hab ihn. Okay. Alles klar. Knochen schon mal gefunden. Auch schon mal alle Schlüssel einsacken hier wieder. Schritte. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Bis ich meinen Autoschlüssel hole, sonst piept die gleich mit dem Auto los. Die kann ich auch mal Licht an. So, komm mal her. Hallo? Oder ist sie hier draußen? Nee, ja, jetzt ist sie wieder hier schon wieder. Ja, okay. Tür bewegt. Alles klar, alles klar. Okay, ja, ist gut. Bist du hier drin? Gib uns ein Zeichen. Das nur von der bewegten Tür. Oh, frostig. Hier auch schon. Ja. Okay, alles klar, hier ist kalt. Lass mal, ja. Alles gut, Carol, bleib mal ruhig. Wir lassen es eben F mal da. Wir lassen den Fotoapparat mal hier. Tauchst bestimmt bald auf. Gehen wir mal raus schnell hier. Alles klar. Das war auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall gefriert. Wir müssen das Thermometer mit reinbringen jetzt, damit wir wissen, ob in beiden Räumen, also auch, beziehungsweise auch in der Garage. So, wir könnten wir einfach reingehen. Aber egal, ich will trotzdem Thermometer einmal mit reingenommen haben. So, Thermometer mit rein. Und was haben wir denn schon jetzt da geschafft? Ach so, ja, EMF, klar. EMF ist schon ausgelöst. Wir nehmen vielleicht diesmal mal Fingerabdrücke mit rein, ein bisschen früher zum Gucken. Hat ja schon die Tür gleich angefasst. Alles wird gut. Dieser Geist ist diesmal nicht so hyperaktiv. Ne? Carol, du bist ein bisschen entspannter. So, hier haben wir auf jeden Fall Minus gerade, und in der Garage sind aber auch Schritte. Bist du nur in diesem kleinen Abstellkämmerchen hier drin? Sonst nirgendwo, hier draußen auch nicht? Was war das für ein Geräusch? Alles klar, okay, Carol, du bist hier drin, das ist in Ordnung. Ist kein, ups, ist kein Problem. Sei ruhig hier drin.
Zeig mal her. Okay, ja, wir machen aber ganz kurz das Licht aus. Nee. Okay, nicht durchdrehen. Alles wird gut. Die lassen wir hier. Okay, raus. Raus. Sie ist nur in dem kleinen Raum. Das heißt, wir können zumindest mal ein Kreuz reinschmeißen. Da können wir sonst schon für eine Jagd mindestens vom Heil halten. Das beruhigt schon mal, dass sie nicht bis in die Garage unterwegs ist. Sie aber auch gar nicht, sie macht gar nichts. Ne? Letztes Mal hyperaktiven, jetzt einen hyperinaktiven Geist. Das ist die ausgleichende Gerechtigkeit. So, wir nehmen das mit rein. Wir sollten sie durch Salz wandern lassen. Dann lassen wir sie durch Salz wandern. Carol, es ist voll gut, dass du so erstmal so ein bisschen ruhig bist. Ich bin damit total zufrieden. Nach der letzten Geisterjagd. Da, 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 da. So, erstmal die Tür ein bisschen weiter auf, trotzdem hier. Das Kreuz hier rein. Und. Ach, da ist er auch schon durchgelaufen. Weil da zählt das Salz eigentlich auch als Interaktion. Ich bin gar nicht sicher. Ich glaube, es zählt gar nicht, ne? Ne, es zählt auch nicht. Nur der Knochen hat bis jetzt gezählt. Oh. Okay, ah, EMF. EMF 4. Das ist schon näher dran. Schaffst du auch eine 5, Carol? Zeig uns, was du kannst. Löst das EMF auf 5 aus. Carol? Ah, die schafft noch ein EMF 5, sage ich. Ja, genau, du schaffst das noch. So, okay, wir haben bis jetzt noch nur Gefriertemperaturen. Raus, Futterbrat bleibt jetzt wieder in der Hand. Es kann jede Zeit soweit sein. Vielleicht für ein Geisterfoto. Auf jeden Fall sind Salz getreten. Das Nebenziel haben wir. Sehr schön. Okay. Eigentlich könnten wir ja schon fast wieder fahren. Ne? Jetzt, wo es aktiv wird, können wir eigentlich fahren. So, Fingerabdrücke hat man nicht. Wir legen da ein Buch rein. Guck mal nach dem Buch. Was er da so mitmacht. Warum ist die Lampe hier nicht an? Licht muss an sein. Schreib in das Buch. Nein. Hallo? Schreib in das Buch. Schreib uns was in das Buch. Oder kannst du dich mal zeigen? Zeig dich. Löse das EMF aus. Da war schon wieder dieses komische Geräusch. Leiser. Holy no! Oh! Verdammt, wir müssen das EMF angucken. Zurück. Ist das eine 5 jetzt? Nein, immer noch nur eine 4. Oh, shit. So ein kleiner Schatten kommt da angerannt auf einmal. Erst nichts und dann, aber wir haben Foto aber noch geschafft. Raus zur Tür. Ich glaube, können wir nicht fahren? Ja, erstens ruhig und dann ist Panik. Okay, das war alles auf einmal. Sie wollte uns handeln sogar. Oh Mann, das Kreuz hat sie aufgehalten. Okay, wir legen gleich noch ein neues rein. Weil wir haben noch nicht alle Beweise, ne? Es war immer noch nur ein EMF 4. Wir haben also als... Oh Mann, wir haben also immer noch nur Gefriertemperaturen als Beweis. Buch liegt aber schon drin. Wir können ja mal eine Geisterbox mit reinnehmen. Oh Mann, die wollte uns schon direkt losjagen jetzt. Das Kruzifix hat uns gerettet. Trotzdem nur ein EMF 4. Okay, EMF ist schon wieder aktiv. Buch ist beschrieben.
Kreuz ist noch da. Wir legen einfach nur zweites hier rein. Doppelt hält besser. EMF, aber nur EMF 4. Wo ist denn der Futterbot, habe ich mit rausgenommen? Genau jetzt, wo sie das Buch geschrieben hat. Bist du ein kleiner, mieser, fieser Dämon? Wie alt bist du? Das ist doch nicht wahr. Ist gelogen. Wo bist du? Okay. Close, close. Tschüss. Okay, Dämon. Kleiner Mini-Dämon. Raus, lass ja die Tür auf. Oh, shit. Er ist gar nicht so da, der Todesschock-Effekt hier. Geisterbuch. Geisterbox. Dämon. So, das Buch haben wir aber nicht fotografiert. Wir müssen jetzt noch rein, müssen noch ein Foto von dem Buch machen. Einmal Tabletten nehmen auf jeden Fall vorher. Die Fotos sind noch drauf. Zwei. Nee, nehmen wir mal hier. Wo es würde ja reichen. Aber egal, wir nehmen es ja hier so. Los geht's. Vielleicht können wir nämlich auch noch den Knochen finden. Da haben wir gar nicht so richtig nachgeguckt. Beziehungsweise so gar nicht geguckt. Hier ist nix. Dann hätten wir den nämlich auch noch. Was super gut wäre. Oder den Knochen haben wir nicht geholt, ne? Ich sehe jetzt schon. Fertig mit der Welt hier, wo es EMF geht. Doch, die Knochen haben wir ja schon geholt. Alles klar, Junge. Nur noch das Buch. Vielleicht gibt es aber noch ein Ouija-Brett zu fotografieren. Alles mitnehmen, was wir mitnehmen. Oh, hallo? Wow, fast wie eine Jagd, ne? Die ganzen Steps jetzt gerade. Tack, 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 tack. Ich glaube, der ist auch gerade irgendwo rumgelaufen. Beziehungsweise sie, die kleine Carol, ist gerade irgendwo rumgeflitzt. So, das Buch haben wir auch noch. Oh, super, super, super. Okay. Ich würde sagen, das war eine sehr erfolgreiche Jagd. Wir haben alles. Wir können ja fahren. Wir haben alles gemacht. Alle Nebenziele, alle Hauptziele, Geister und so, ne? Wiedersehen. Oh Mann. Ah. Reicht auch wenn der Geist nicht hyperaktiv ist, so reicht's auch. Ah, Schockeffekt. Richtig gut. Einmal geschockt. $220 und 200 Erfahrungspunkte. Sehr schön, ihr Lieben. Wie immer sage ich vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Mitjagen. Wenn euch diese kleine Geisterjagd gefallen hat, einen Kommentar, einen Daumen hoch. Freut mich doch mal riesig. Wenn ihr zu gerne mehr Let's Plays und mehr Geisterjagd sehen wollt, dann lasst doch ein Abo da. Ich bin allermeister davon. Sonst kann ich nur sagen, wie immer, ihr Lieben, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Geisterjagd.